Schanobunse, willkommen mal wieder zu einer etwas anderen Art von Video. Weder Dokkan Battle noch irgendein Spiel, aber es hat mit Dragon Ball und Dokkan Battle zu tun, natürlich. Aber bevor wir anfangen, kann ich ja mal kurz sagen, dass ihr bei mir auf, das ist jetzt voll die Eigenwerbung, das habe ich noch nie gemacht, Twitter vorbeischauen könnt, aber jetzt nicht wirklich wegen Werbung, sondern weil ich da meistens was zu Videos poste noch extra und das ist jetzt nur an die Leute, die sich da noch ein bisschen mehr für die Videos drumherum interessieren, also könnt ihr auch ignorieren, falls es euch egal ist. Ist nicht wirklich so krass jetzt. Aber egal, in dem heutigen Video geht es um, naja, selbstgemachte Karten, würde ich mal sagen. Und zwar Karten, die ich erstellt habe jetzt, bevor die Super Saiyan 4s rauskamen. Ich habe mich angesetzt und vor ein paar Monaten Karten erstellt, weil ich Langeweile hatte den einen Abend. Dann habe ich halt, na, das Super Saiyan 4 Gerücht ganz schön rumgestreut wurde, habe ich dann meine eigenen Ideen so eingebracht ein bisschen und rumspekuliert, die in eine Gruppe gepostet und geguckt, was anderen davon so halten. Und der Gogeta kam am besten an und deswegen gucken wir uns jetzt mal meine drei Karten an. Super Saiyan 4 Vegeta, Son Goku und Super Saiyan 4 Gogeta, der noch nicht erschienen ist. Wer weiß, vielleicht bin ich ja mit Gogeta gar nicht so falsch. Naja, wahrscheinlich eher schon, weil man sieht schon, mein Vegeta sah damals so aus. Ich habe auch auf AGL getippt, das heißt, da war ich schon mal recht gut nah dran. Ich habe mir natürlich auch sehr viel Mühe mit dem Design gegeben, da habe ich ein bisschen dran gearbeitet, sollte ja auch ansehnlich sein. Ich habe ihn New Level Super Saiyan 4 Vegeta genannt. Ist eigentlich egal, wie ich ihn genannt habe, japanische Version. Tja, aber das ist die normale Version, die Level 100er mit 9800 HP, 9200 Attack und 4720 Defense. Das heißt, die Werte habe ich so recht mittelmäßig bis normal gelassen. Ich würde sagen, das geht eigentlich ganz klar. Die Costs aber habe ich damals schon ganz gut eingeschätzt. Ich glaube, inzwischen sind sie sogar 52 oder 53. Ich war damals jedenfalls der Überzeugung, dass sie wahrscheinlich eine höhere Kostanzahl kriegen, da es Super Saiyan 4 ist und habe denen dann so ab 50 alle irgendwas gegeben. Und damit lag ich ganz gut, nur dass die jetzigen halt Dokkan Awake 52 haben und ich hier bei der normalen Version schon so viel gegeben habe. Aber da will ich jetzt mal nicht so pingelig sein, ich fand das war schon krass von mir. Dann den Leader Skill, da habe ich mir, also da habe ich die so gelegt, dass die alle was miteinander zu tun haben, das werdet ihr gleich sehen. Bei Vegeta habe ich All-Type Key plus 2, HP und Defense plus 60. Ja, Vegeta hat es jetzt nicht so krass erwischt. Das ist auch die undokante, also die unawakte Version. Die Awakte hätte dann noch was Krasseres bekommen, aber das ist halt. Ich vergleiche es gleich mit Gokus, damit ihr es sehen werdet. Dann eben die feine Shine Attack und immensen Damage. Also meine Karte, wie ich es mir gedacht habe. Vegeta sollte nämlich All-Type Key plus 2 bekommen und HP und Defense plus 60. Und der STR Son Goku, den wir hier haben, der sollte dann All-Type Key plus 2, HP und Attack plus 60 haben. Das heißt, dass er dann eben der Attack Booster ist und der Vegeta der Defense Booster. Dokkan Awake hätten sie dann einfach Key plus 3 bekommen, hätte ich so gedacht. Und dann er eben HP, Attack plus 70 und Defense vielleicht plus 40 oder sowas. Und Vegeta halt plus 70 Defense und plus 40 Attack. Also das wäre so meine Idee gewesen. Goku hat, da habe ich mir sogar noch mehr Mühe gegeben, weil es halt Goku ist. Ich feiere Goku. Goku hat auch in New Level Super Saiyan 4 Goku bekommen. Dann immensen Damage und sein 10-faches Kamehameha. Die Werte sind die gleiche, weil ich mir jetzt nicht sicher war, wen ich stärker machen soll, sonst verärgere ich ja noch womöglich Fanboys. Jedenfalls war das verdammt schwer, die ganzen Zahlen hier einzufügen und sowas. Das ist ganz schön nervig immer, also eigene Karten zu erstellen, den Rahmen konnte man finden, aber dann die Zahlen und die ganzen Schriftarten, da wurde sich ziemlich viel beschwert, dass es nicht derselbe Schriftlook ist wie von Dokkan Battle, aber tut mir leid. Man kann halt nicht genau denselben Schriftstil nehmen. Die Arts waren auch ziemlich schwer zu finden, weil es von GT irgendwie recht wenige Arts gibt, das hat mich ziemlich gewundert. Aber sonst hat das ziemlich Spaß gemacht, die beiden zu machen. Dann habe ich natürlich noch die Fusion gemacht. Und zwar Gogeta Super Saiyan 4. Diesmal die Dokkan Awake, der Version Level 120 mit 12.000 Leben, 12.000 Attack und 4.800 Defense. Der gibt dann All-Type Key plus 3, habe ich mir so gedacht, weil ist halt die Fusion und HP Attack und Defense plus 80. Wo dann einige meinten, dass es zu schwach wäre, aber man sollte es ja auch nicht overpowern, wobei jetzt haben wir Mono STR und AGL Leader, die plus 120 geben. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht doch ein bisschen zu schwach gemacht habe. Vielleicht hätte ich auch machen können All-Type Key plus 3, HP Attack and Defense plus 100 vor Super-Types. Das wäre auch ein ganz guter Leader-Skill gewesen. Auch kostet 52, dieses 50er-Ding. Immensen Damage, 100-faches Big Bang Kamehameha. Und das Supreme Fusion Super Saiyan 4 Gogeta. Es hat jetzt ein bisschen, also es lässt sich drüber streiten, ob Gogeta ein STR-Typ sein sollte, da Goku ja schon STR war. Weil Goku passt, also zu Goku passt halt STR, ich habe keine Ahnung warum, dachte ich mir so. Vegeta AGL hatte ich ja wohl auch recht. Und Gogeta dann aber, den hätte ich, da haben sich auch einige beschwert, dass er eben STR ist. Da habe ich aber auch noch andere Varianten von gemacht, zum Beispiel im Moment. Da viele halt meinten, dass er STR nicht wirklich, also dass STR ihm nicht gerecht wird und dass er nicht STR sein sollte, bla bla bla. Habe ich ihn dann für die Gruppe noch ein paar Mal umdesignt. Hier haben wir auch eine INT-Version davon, ist ja jetzt nicht allzu das große Ding, die nochmal zu ändern. Nur, dass mir gerade auffällt, dass sein Leader-Skill unten All-Type Key plus 3, HP Attack and Defense plus 60 ist. Warum auch immer. Ich glaube, den habe ich abgeschwächt auch nochmal. Dann haben wir auch noch die physische Version davon, das halt, ja, so viel wird jetzt halt nicht geändert, der Hintergrund und der Typ hier links. Nur nochmal, damit die Gemüter befriedigt sind von den Leuten.
Und dann hatten wir halt eben die STR-Version, die mir persönlich am besten gefällt, aber wir können halt keine Fusion haben, die auch STR hat. Wir hätten dann wirklich Tech, Physisch, INT oder sonst was nehmen sollen. Ich glaube, INT wäre am besten gewesen. Wir haben noch keine starke INT-Fusion. Wir haben STR Gogeta Normal, wir haben den physischen Vegito Blue, wir haben AGL Vegito, wir haben Tech Gotenks und fehlt noch eine INT-Fusion, eine starke. Das heißt, INT wäre hier wahrscheinlich am besten gewesen. Dann kamen aber einige noch auf die Idee, das ist doch Super Saiyan 4 Gogeta, wie kannst du ihm denn nur ein TUR rangehen? Das darfst du einfach nicht machen. Das heißt, dass ich mich da auch nochmal rangesetzt hatte und dann für die, die da noch was zu meckern hatten, die Legendary Rare Version von ihm gemacht hatte, die sich als ziemlich schwer erwiesen hat, da verfickt der Scheiß dann mal, versucht mal Schatten zu machen. Also die haben ja immer so richtig krasse Schattierungen und ich krieg das ja nicht hin mit einfach so einem Bild. Das heißt, der hat jetzt echt komische Schatten, das tut mir auch wirklich leid. Wie gesagt, der Titel bleibt gleich. Ich habe ihn hier physisch gemacht, weil STR ja nicht ging, wie gesagt. Im Nachhinein sollte ich ihn vielleicht INT noch machen, ja. Level 150. Ich glaube, von den Werten hatte ich aber nichts verändert, da... Ja, okay. Da ich ihn halt nur Legendary Rare vom Ansehen her gemacht hatte. Sein Niederskill habe ich hier verschlechtert, was man eigentlich hätte nicht machen sollen, wenn er jetzt schon Legendary Rare ist. Und sein Damage wurde natürlich auf Kolossal hinaufgestuft. Das Geile ist, die Karte, wie ich sie hier gemacht hatte, wäre einfach schwächer als die Gohan-Karte, würde ich schon fast sagen. Obwohl, er gibt All-Type-Key dazu. Und Colossal Damage soll wohl auch nicht so gut sein wie Immense Damage, da der Damage-Multiplier oder wie man das nennt, nicht annähernd so gut sein soll. Hat mir irgendeiner mal so verklickert. Das heißt, ich habe mich vor einer Ewigkeit nachts gegen 1:30 an mein PC gesetzt und habe aus Langeweile 4 Dokkan Battle Arts insgesamt gemacht. Und zwar, naja, sogar mehr, aber diesen AGL Super Saiyan 4 Vegeta. War ich schon recht nah dran, finde ich. Vom Leader-Skill jetzt kein bisschen, aber vom Typen her, vom Art jetzt auch nicht, woher sollte ich das wissen, die machen ja immer neue, aber von den Kosten her so allgemein, fand ich schon ganz gut nah dran, finde ich. Dann den STR Goku, wo ich vom Typen her auch richtig lag, genau wie von der Attacke, vom Kost her, etc. Nur mit den Leader-Skills, ja, wer hätte denn ahnen können, dass wir neue Mono-Gott-Leader bekommen. Und dann der noch nicht erschienene Dokante Gogeta Super Saiyan 4, bei dem ich halt noch nicht weiß, ob ich richtig liege. Das hat mir ziemlich Spaß gemacht, diese Karten zu designen, das heißt, ich werde das auch weiterhin machen und ich habe keine Ahnung, wie ich die euch eigentlich zeige. Ich weiß nicht. Ich wollte hier einfach mal mit euch teilen. Hier. Meine selbst erstellten Dokkan-Karten. Ich hätte gerne noch mehr gemacht. Irgendwie so. So muss ja jetzt nicht unbedingt Canon-Charaktere sein. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr so für Ideen habt. Dann könnte ich davon vielleicht auch Karten machen. Ah, das wäre doch mal eine Formatidee, Alter. Ihr schreibt alle irgendwelche komischen Charaktere und ich mache daraus dann Dokkan-Karten. Wie das kann ich mir entweder ausdenken oder ich schreibe die dazu. Aber es macht echt Spaß, wenn man sich erstmal reingefummelt hat. Vor allem hier, also ich habe ja jetzt einen Rahmen vorgefertigt, dass ich die Charakterdetails und sowas schon habe. Da muss ich halt nur noch die Zahlen eintragen, Art finden und dann Feinarbeiten. Das dauert dann schon manchmal nur eine Stunde circa, aber macht schon ziemlich Spaß. Und vor allem beim Goku war ich echt zufrieden, weil sich das echt gelohnt hat, finde ich. Aber egal, das war's mit dem kleinen Video, wo ich mal insgesamt, mir okay, aber drei Karten vorstelle, die ich selbst erstellt habe vor dem Release-Datum von den Super Saiyan 4. Das waren meine Ideen, die jetzigen sind noch besser natürlich. Gott sei Dank, das hier wäre im Vergleich, glaube ich, nicht so geil gewesen. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, Twitter klicken, falls ihr mehr Infos haben wollt, wann welches Video kommt und sowas. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt auch Ideen für Karten in die Kommentare. Wie gesagt, wäre ganz lustig. Bis zum nächsten Mal. Tschernobyl, Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.